Hey Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Wir sind jetzt in der Kirche und mit unserem Katana ausgerüstet erlegen wir die Bestien dieser Stadt. Vielleicht. Ich hoffe. So, Taschenlampe an. Los geht's. Ich habe ein bisschen Schiss, was uns hier erwartet, wie immer halt. Hallo? Hä? Was ist denn hier auf der anderen Seite? Hallo? Ganz komisch, keine Ahnung, was da ist. Oh, hier kann man rein. Oh, wie überraschend. Oh. Okay, hi. Alles klar. Ich hoffe, da war jetzt nichts in der Ecke. Sind hier? Hier sind bestimmt welche, ne? Hallo? Hallo? Oh oh. Oh. Ich hab doch gar keine. Ich hab doch gar nichts mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich muss doch erstmal neue. Oh nee. Oh nee. Kannst du da noch? Da kannst du noch. Ja, dann mach mal. Mach mal. Ja, das ist doch gut. Das klappt sogar. Bist du dort? Ja. Warum ist hier ein Dingsrollstuhl? Da ist ein Rollstuhl. Mit der Bahre da hinten ist das Hass. Ich will wissen, was hinter mir ist. Mit der Bahre da hinten ist das fast wie ein Krankenhaus. Gott, ich hasse Krankenhäuser. Und Kirchen mag ich auch nicht besonders. Was ist jetzt hier? Kann ich mal sehen, was da endlich ist? Da ist noch ein Klopsi, okay. Was ist hier? Rüste mal das aus. Hallo? Oh. Oh. Es ist eine Wärmedecke. Die brauche ich wohl nicht. Mir ist nicht kalt. Was haben wir hier? Eine Kassette. Und? Was ist das? Oh, das mit diesem Zeichen. In diesem Ordner sind ein paar Papiere. Das ist unser Speicherzeichen. Sieht nach einer handschriftlichen Kopie eines Buches aus. Repräsentiert die Gottheit, die auch als die Sonnenaureole bekannt ist. In der Wappenkunde symbolisiert es eine religiöse Gruppe. Die beiden äußeren Ringe sind Nächstenliebe und Auferstehung. Die drei inneren Ringe sind Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Aha, in der Regel in Rot gezeichnet, manchmal in Schwarz oder anderen Farben. Blau kehrt die Bedeutung jedoch um in einen Fluch auf Gott und ist daher verboten. Aber wir sehen es ja immer in Rot. Und ich habe hier noch Munition entdeckt. Na endlich. Die Regale sind voller Aktenordner und langweiliger Bücher. Hier gibt es, glaube ich, keine nützlichen Informationen. Aha. Was war denn aber mit diesem, mit dem Ding hier, mit dem Klamottenteil? Ach so, die Wärmdecke war stimmt. Was mit dem Bett? Sagst du da noch was zu? Nö. Ja, okay. Vergangenheit, Zukunft und so. Das würde ja auch vieles erklären. So, hier im Sinne von. Das war mit dem Elektroschocker echt gut übrigens. Ich hoffe, wir finden noch mehr. Kann ich da auch rein? Nochmal. Na? Komm. Die sind so eklig und böse. Und der geht auch immer direkt ein. Das finde ich voll gut. Ja. Versinke. Gut. Haben wir hier noch was? Nö. Was ist hier? Oh, das sieht sehr unheimlich aus. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich glaube aber eigentlich nicht. Nee. Was ist mit dir? Geht's dir irgendwie nicht gut oder so? Doch, ihr geht's gut, aber was auch nicht, Katana. So, los geht's. Hallo? Oh, was ist das und woher kommt es?
Hier ist das Bild eines Engels, der in den Himmel fliegt. Nichts Besonderes. Was ist... Warum sind da Spuren auf dem Boden? Sind das meine? Nee. Ist hier irgendwie unten was? Ist da jemand? Sind doch die... Hier ist das Bild eines Engels, der in den Himmel fliegt. Nichts Besonderes. Ich habe das Gefühl, dass da etwas hinter dem Bild ist. Die Schreie und Schritte des Mädchens verschwanden dahinter. Wollen Sie das Bild... Ja, wollen wir. Ach, da ist eine Tür. Okay, aber ich will wissen, was hier noch ist. Da ist ein Rollstuhl. Einfach nur ein alter Rollstuhl. Oh, gruselig. Hier. Hallo. 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 Krass. Was? Wow. Dazu musst du was sagen. Dieser Kreis bedeutet Reinkarnation. Das stand auch auf dem Papier dort. Also ist der Tod nicht das Ende. Ein guter Deal, wenn du mich fragst. Dank der Reinkarnation bin ich als Alessa gestorben, lebe aber immer noch als ich selbst weiter. Aber weißt du, wenn ich nur dran denke, dreht sich mir der Magen um. Und wir können speichern, okay? Dann tun wir das mal. Wir haben ja auch schon wieder Monster besiegt, aber ich kann ja hier auch nochmal wieder zurückkehren. Und nochmal speichern, aber machen wir es jetzt schon mal wieder. Fühlt sich immer, wie gesagt, ganz gut an. So, was haben wir denn jetzt hier alles so? Sankt Nikolas, wundersame Hände, ein Doktor Gottes. Da ist kein Bild. Sankt Alessa, Mutter Gottes, Gottes Tochter. Mhm. Dieses Bild, das bin ich. Ich halte das Baby. Und ich bin das Baby, das gehalten wird. Das ich, das den Tod suchte und vor 17 Jahren mit Gott verschwand. Und das hier, dass ich hier und jetzt, das und dass ich hier und jetzt, dass das Leben suchte. Komplizierte Sätze. Und wer ist dann das? St. Jennifer, unerschütterlicher Glaube unter der Klinge des Todes. So wie Claudia? So, ist das damit gemeint? Hm. Was kann man denn jetzt wohl hier machen? Und das für Alessas, was haben wir denn so an Gegenständen überhaupt? Das Notizbuch, vielleicht das hier? Nee. Talisman? Hm. Kein Etikett, aber die Laschen für die Aufnahmesperre sind rausgebrochen worden. Sollte ich mir vielleicht mal anhören. Okay, wir brauchen irgendwie einen Kassettenrekorder oder so. Irgendwie so. Hier sind ja auch überall Ketten. Kann man daran nicht ziehen? Kann ich hier was machen? Mit diesen Ketten? Nicht? Nee, irgendwie... Nee. Na gut. Gehen wir mal durch die gruselige Tür da hinten. Wo ist sie denn? Wo guckst du hin? Wo guckst du noch hin? Da ist doch ein... Nee, du guckst zur Tür, ne? Oder? Ja. Ganz deutlich eigentlich. Okay. Oder auf die Fußspuren oder so. Das Bild eines Engels, der hinfliegt, ja. Gut. Ich hab ein bisschen Angst. Oh oh. I, hier rechts unten. I, das will ich nicht sehen. Gruselig. Das hier unter dem Tuch, nö, nicht mal einen kurzen Blick. Kommt der hier raus? Da bleibt er da. Okay. Hier sind Monster. Ich weiß nur noch nicht welche. Oh. Was ist das denn für einer? Okay. Stirb. Stirb. Versinke im Boden. Oder so.
Schloss kaputt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Kaputt. Kaputt. Da sind diese Löcher, die man wahrscheinlich von der anderen Seite vorgesehen hat. Das ist die letzte Tür. Die muss offen sein, ja. Wo sind wir denn hier? Eine Bibliothek? Was? Die Bücher sehen aus, als würden sie einem das Hirn umkrempeln. Die ignoriere ich vorläufig. Was ist hier? Die alten Götter von Silent Hill. Eine Studie ihrer Etymologie und Evolution. Das ist ein Bandwurm. Das ist ja ein Bandwurm. Okay. Was findest du? Es gibt keine Religion, die nach ihrer Gründung keine Änderungen erfahren hätte. Auch diese ist keine Ausnahme. Als diese Religion in die Hände von Einwanderern fiel, wurde sie stark von ihrem ursprünglichen christlichen Glauben beeinflusst. So wurden den traditionellen Vertretern dieses Urgottes die Namen und Beschreibungen von christlichen Engeln zugeordnet. Auf diese Weise beginnen gemeinsame Charakteristika aufzutreten. Es gibt ein seltenes Beispiel, in dem die oberste Gottheit, Schöpfer des Paradieses oder Herrin der Schlangen und Schilfrohre, den Namen eines Dämons erhielt. Dieser wäre jedoch natürlich nicht das Werk der Gläubigen, sondern ihrer Gegner. Hä? Was bringt mir das jetzt? Ja, ich habe Angst hier um die Ecke. Okay, was? Ich hasse so eine verwinkelten Geschichten hier. Eine Tarotkarte der Mond. Was? Vincent. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? No, you make me sound like some kind of unwanted pest. Well, who are you anyway? Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that madwoman. Well, you're pretty loony yourself. It's true. We believe in the same God. But I'm quite sane. So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? You sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that now I really am on your side. I don't want God to be born. It wouldn't be convenient. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot and sweaty. Oh, really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Huh. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. You come here and enjoy spilling their blood and listening to them cry out. You feel excited when you step on them, snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? Oh, they look like monsters to you? Oh no. Don't worry. It's just a joke.
By the way, I forgot to ask you. Did you get the Seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it! You mean this thing? Yes, that's it. As long as we have that, we're fine. Here, take this. Ich habe das Buch Otherworld Gesetze. Okay, Vincent ist wieder da. Hier ist ein Blatt Papier, aber es ist leer. Und hat uns ein paar Sachen gesagt. Foliant des Seers hört sich nach einem okkulten Buch an. Das brauche ich jetzt nicht. Ist auch nicht nach meinem Geschmack. Man weiß immer nicht so richtig, macht er jetzt nur einen Scherz oder sind das wirklich gar keine Monster, die wir hier immer besiegen? Hier ist ein Buch über Tarot. Ich denke, das könnte uns helfen. Tarot basiert auf den 22 hebräischen Konsonanten und soll die ganze Welt repräsentieren. Jede Karte nummeriert von 0 bis 21 hat eine bestimmte Bedeutung. Anhand dieser sagen Wahrsager die Zukunft voraus. Die erste Karte, zum Beispiel der Magier, bedeutet Schöpfung, Weisheit, Anfänge oder Zerstörung und Betrug. Die zweite Karte, die Hohepriesterin, bedeutet Intuition, Harmonie, Glaube oder Dogmatismus und Arroganz. Manche Quellen geben an, dass Gardner-Deck mehr als 22 Karten enthielt. Das Gardner-Deck existiert heute nicht mehr. Es wird ausschließlich in der Literatur erwähnt. Es heißt, diese zusätzlichen Karten basierten auf verloren gegangenen hebräischen Vokalen und bezeichneten eine entrückte, transzendente Existenz, das heißt Gott. Mhm. Auch interessant. Ja. Wie gesagt, er hat einen Scherz gemacht, dass wir gar keine Monster besiegen. Aber wir sehen sie als Monster. So, hier ging es jetzt nicht weiter. Ja, geht bloß bitte zurück. Ich habe keine Lust, hier jetzt zu sterben. Was ist denn hier mit unserem Buch jetzt, was wir haben? Buch Otherworld Gesetze prüfen. Dieses magische Quadrat mit starken, schützenden und vertreibenden Eigenschaften heißt das Viron siebtes Wappen oder das Siegel von Metatron. Es liefert ein Ergebnis gleichgültig, ob das Ziel gut oder böse ist. Daher lastet seine Stärke sehr schwer auf dem, der es benutzt. Da es auch schwierig zu kontrollieren ist, wird es in der Regel nicht verwendet. Daher trägt es den Namen Metatron, nach dem Engel, Metatron. Oder Metatron, genau. Auch bekannt als der Vertreter Gottes. Das war's? Aha. Das Notizbuch von Douglas mal prüfen. Klient Claudia, ach, das hatten wir schon, genau. Ja, okay. Und wie ist es jetzt mit... Wir haben noch was. Die könnte man auch nochmal, die Tarotkarten. Ich weiß aber nicht, ob wir schon alle haben. Wo kann man denn jetzt hier die Kassette mal benutzen? So, nehmen wir Karte hier. Ich will mal einen Überblick haben. Ach, durch die bin ich noch gar nicht gegangen hier. Die hier. Das geht aber nicht. Das war nicht gut. So. Kann ich doch nur. Ich kann doch. Ne? Da hier war doch nichts. Da ist nur so ein komischer Absatz. Da kannst du aber nichts machen, oder? Hier? Doch! Oh! Oh! Ups. Wir können. Das ist ja ein Fahrstuhl. Das habe ich gar nicht bemerkt. Kannst du da rein? Hallo? Ich kann die Kamera nicht anders drehen. Kaputt. Oh, ich habe Angst, erschreckt zu werden. Du kannst rein. Nee, nicht schön. Da kommt der nächste Heini. Oh, 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 oh. Lauf mal. Mach.
Mach. Oh, gleich sterbe ich. Nein, wir haben ja nur noch eins. Oh, wie blöd. Nimm ich die. Na endlich. Dann ist das Vieh schon mal tot. Und das andere hoffentlich auch. So, kaputt. Offen. Wow. Boah, es wird immer krasser hier, ey. Scheiße. Ich gehe auch ganz vorsichtig, weil ich überhaupt nicht weiß hier. Was macht der da hinten? Der hat eine Krankenschwester in der Hand und drückt die irgendwie so in die Flammen oder so sieht das aus. Oh, wie unheimlich. Oh. Oh, was haben wir hier? Oh, hier können wir speichern. Was ist ein Messingschlüssel? Okay. Mhm. Hier haben wir wieder Notizen von ihrem Vater. Ein Notizbuch. Da steht was drin. Sie ist direkt hinter der Tür. Ich weiß nicht wie, aber ich kann es fühlen. Aber sie ist da nicht alleine. Ich fühle eine sehr gefährliche, sogar abscheuliche Präsenz. Oder vielleicht, was sie Gott nennen. Trotzdem werde ich die Tür öffnen, gut genug von diesem müßigen Geschwätz. Ich bin kein Gott, aber ich werde Claudia retten. Nein, alle. Wieso denn Claudia retten? Die ist doch voll böse. Der letzte Eintrag wurde vor etwa 17 Jahren geschrieben. Und da ist Papas Unterschrift. Wie kommt dieses Notizbuch hierher? Ich finde das so geil, dass der Vater hier immer jetzt aus dem ersten Teil diese Sachen hingeschrieben hat, die wir jetzt lesen können. Zeichenblock, mein Skizzenbuch von vor 17 Jahren. Auf dem Umschlag ist eine Zeichnung von Papa. Echt nicht gut. Wie kommt das denn hierher? Ja, krass. Die Tür klappert zwar, doch sie sitzt fest, verbirgt ein Geheimnis vor dir und auch dem Rest. Du wirst wohl denken, was könnte es sein? 5 magische Karten lassen dich hinein. Was tun mit all diesen, höre ich dich fragen. Ich sag's dir ganz direkt, auch ohne dich zu plagen. Aber du musst schon bitte sagen. Eines musst du wissen, gleich zu Beginn. Da ist etwas in jeder Reihe drin. Ja, und ist es denn zu fassen? 3 würden einfach nicht passen. Der kopfstehende Mann, tief unter Grund, rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand und, lass ihn allein, sind seine Tränen auch profund. Hoch am Himmel der Mond steht, voll oder halb, bevor er untergeht, wie eine Krone funkelt Licht über des verrückten Clowns Gesicht. Eurer Exzellenz, ich muss euch loben, ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel, zur Nacht niemals schlaft, sondern immer wacht? Weißt du es jetzt? Du hast es nicht vergessen. Einen wichtigen Punkt darfst du nicht auslassen. Und nun zum Schluss, bevor du dich dran wagst, hier noch ein Tipp, damit du hoffentlich nicht versagst. Unheimlich und abscheulich, das Ding in der Nacht. Lasse Vorsicht walten, rechts lass unbewacht. Es ist zu deiner Linken, so handle mit Bedacht. Du wirst also die Tür öffnen? Ich bin sicher, dass es da jenseits nichts gibt als furchterregende Gefahr. Oh, vergiss es doch. Komm, spielen wir. Sonst bin ich wieder ganz allein mit mir. Sehr cooles Rätsel. Und hier haben wir etwas, was uns allen bekannt vorkommen sollte. Meine Kleider, als ich 7 war, die passen mir nicht mehr. Gut so. Ja, sie erinnert sich, denn das ist das Kleid von Alessa. Ihr anderes Ich, oder ihr früheres Ich. Das ist ein Wandschrank, der hat keine Bedeutung für mich. Keine Zeit, wegen der alten Kleider gefühlsduselig zu werden. So, und hier haben wir dann die Tür. Das Gekritze hier auf dem Boden ist von Alessa. Aus irgendeinem Grund hat sie immer solche Monster gezeichnet, wenn sie alleine war. Sie hat auch immer mit Claudia gezeichnet. Ein netter Papi und eine nette Mami und eine lustige Schule. Eine glückliche Welt, in der alle lächelten und immer lachten. Kurz gesagt, alles, was wir nie hatten. Ach, die Arme. Das ist echt traurig. Alessas Leben ist voll traurig. Abgeschlossen und dann sieht man natürlich jetzt hier die Karten, die man einsetzen kann. Darum kümmere ich mich natürlich im nächsten Part, wenn wir denn alles haben. Eigentlich will ich mich aber noch weiter umschauen, da wir ja, ach ja, was ist denn mit den Büchern hier auf dem Boden? Sagst du dazu auch was? Nicht? Gut. Musst du hier die Spieldose nehmen oder ist es nur das Symbol? Nein, das war ich nicht. Alessa schrieb das vor langer Zeit. Der Altar in der Kapelle.
Es war nicht diese schöne Kapelle, es war ein anderer Altar, irgendwie anders. Ja, irgendwie anders. Vielleicht erfahren wir das ja noch. Ich denke schon. Das Einkaufszentrum von ganz damals überstrahlen, das ist ja schon wieder echt lange her. Mein Gott, wir haben so viel erlebt hier, finde ich. Und ach, da auf dem, oben sehe ich jetzt erst, man sieht ja die Bilder auch da von Alessa, das Foto. Habe ich bei mir übrigens auch hier stehen, muss ich mal erwähnen. Ich habe auch so ein kleines Alessa-Bild hier bei meinem Schreibtisch. Ja, schon gruselig, aber ich mag das. Und daneben ihre Mutter Dahlia und ja, es muss schon sehr, sehr komisch für Heather eigentlich sein. Merkwürdig irgendwie. Ich verabschiede mich, wir sehen uns im nächsten Part. Ich habe jetzt hier gespeichert. Oh, hier sind noch ganz viele Karten. Da liegen Spielkarten auf dem Boden, mit denen spielte ich oft. Für die kleine Claudia war es immer schwer zu gewinnen und darüber weinte sie. Hm, das ist eine Art Landschaft. Woher stammt sie wieder? Naja, ist ja egal. Diese Puppen. Puppen nahm ich immer mit ins Bett. Scarlett und, oh, verdammt, ich habe den Namen der anderen vergessen. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mal erinnern, welche Scarlett ist. Aber bei den Karten ist jetzt hier nicht so eine, ja. Sie hat immer mit Claudia gespielt, das ist auch irgendwie merkwürdig, weil die ja jetzt so, böse geworden ist. Ich glaube, ich werde mir den Text übrigens auch noch mal abschreiben und so. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dann.